Hochwürdige Zuschauer, mir wurde unlängst der bekannte Massenphilosoph David Richard Precht in die Facebook-Timeline gespielt. Ich habe zwar einige seiner Bücher im Regal stehen, weil sie mir geschenkt wurden, aber in Anbetracht ihres Umfangs habe ich noch keines von ihnen von Anfang bis Ende gelesen. Daher maße ich mir nicht an, hier die gesamte Weltanschauung von Precht zu analysieren, sondern betrachte lediglich den kleinen Ausschnitt aus der Sendung Titel Thesen Temperamente, in welchem er sich leidenschaftlich für mehr Verbote ausspricht. Wer wird denn wirklich unglücklicher dadurch, wenn es weniger Billigkreuzfahrten gibt? Dann ist die eine Kreuzfahrt, die man macht, sehr viel mehr wert, statt 5 oder 6 Kreuzfahrten einfach nur so vor sich hin zu konsumieren, gedankenlos. Das klingt natürlich alles nach einer Form von Gesinnungsdiktatur. Es ist keine Gesinnungsdiktatur. Wenn wir jetzt nicht bestimmte Verbote machen, werden zukünftige Regierungen, wer auch immer da drin sitzt, radikalere Verbote machen müssen. Das muss man sich auch vorstellen. Im Grunde genommen läuft uns ja die Zeit weg. Wir werden dann in einer Welt leben, die unter den Folgen von mehr als 1,5% Temperaturanstieg zu leiden hat, mit all den Konsequenzen. Und da werden wir dann in einer Ökodiktatur leben. Und zwar egal, welche Partei dieses Land regiert. Wenn wir die Ökodiktatur verhindern wollen, müssen wir jetzt Verbote machen, damit die Lage nicht so eskaliert, dass wir eine Ökodiktatur brauchen. Diese Logik ist banal und falsch zugleich. Er sagt, wir brauchen jetzt kleine Verbote, um große Verbote zu verhindern. 1938 haben die Engländer auch gesagt, wir müssen Deutschland jetzt das Sudetenland zugestehen, um einen großen Krieg zu verhindern. Wie super diese Appeasement-Politik funktioniert hat, hat uns die Geschichte ja gezeigt. Richtig, sie hat gar nicht funktioniert. Wie kommt man auf die Idee, dass man den Staat etwas autoritärer machen muss, um einen sehr autoritären Staat zu verhindern? Ganz im Gegenteil, jeder Schritt auf einen autoritären Staat zu, erweitert dem Staat die Möglichkeit, noch autoritärer zu werden. Die vulgäre Analyse hat mal die Metapher vom Frosch im sich langsam erwärmenden Wasser benutzt. Der Frosch im brodelnden Wasser. Wenn ihr einen Frosch kochen wollt, ohne ihn vorab zu töten oder zu fixieren oder, naja, den besseren Teil eures Tages damit zu verbringen, immer wieder einen verbrühten Frosch durch eure Küche zu jagen, setzt ihn ins kalte Wasser und erwärmt es langsam bis zum Siedepunkt. Er wird es nicht merken. Und exakt dies wurde in den vergangenen 20 bis 30 Jahren mit den Bevölkerungen nahezu aller westlichen Länder als Frösche und staatlichem, medialem und gesellschaftlichem linksradikalen Autoritarismus als Hitze gemacht. Willkommen zu eurem Leben. Apathie gegenüber geringfügiger Veränderung in der Allgemeinheit und Zeit sind die besten Freunde radikaler Elemente aller Couleur. Und das häufig gepredigte Mantra, was soll die Aufregung, ist doch kein Riesendeal, gegenüber Sachen wie Gendersprache in Kitas, Fördergelder für linksradikale Stiftungen und Projekte, politischer Zensur im Internet, muslimischer Feiertage oder schulischem Islamunterricht, ist nicht nur falsch, es ist Enabling letztlich furchtbarer Prozesse, die in 10, 20 Jahren unsere heutige Welt im Kontrast einem Paradies gleichen lassen können. Ein Schritt in eine Richtung ist, egal wie klein oder groß er sein mag, falsch oder richtig. Und wenn er Teil eines breiten Schrittemusters in eine bestimmte Richtung ist, ist er klar, als Teil dieses zu benennen und ihm mit aller Kraft entgegenzutreten. Ansonsten dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir morgen in der verqueren Utopie seit Jahrzehnten an dieser Fallen der Ideologen aufwachen. Oder für uns in einer noch abscheulicheren Dystopie. Wenn wir Stückchen für Stückchen und Scheibchen für Scheibchen immer mehr Verbote akzeptieren, dann verhindern wir keine großen Verbote, dann nehmen wir die großen Verbote nicht mehr als große Verbote wahr, weil sie in viele kleine Verbote aufgeteilt wurden. Precht will keinen Verbotsstaat verhindern, er verarscht seine Leser und Zuhörer, indem er kleine Verbote als notwendiges Übel zur Verhinderung von großen Verboten darstellt. Der autoritäre Verbotsstaat soll langsam etabliert werden, damit wir es nicht begreifen und uns nicht widersetzen, genau wie der Frosch im Kochtopf nicht merken soll, dass er gekocht wird. Ich halte nichts von immer mehr Verboten. Egal, ob viele tief einschneidende Verbote auf einmal kommen oder langsam und stetig immer mehr kleine Verbote eingeführt werden. Wir sollten uns auf keine neuen Klimaverbote einlassen, welche unsere individuelle Freiheit zu stark beschränken und die soziale Marktwirtschaft immer weiter zur sozialistischen Marktwirtschaft und schlussendlich zur grünen Planwirtschaft verändern. Wir müssen, wenn wir an unsere Zukunft denken, nicht nur an Klima und Migration denken, sondern auch an unsere wirtschaftliche Stärke. Deshalb sage ich, keinen Millimeter nach links, keinen Millimeter auf einen autoritären Verbotsstaat zu, keinen
Millimeter. Zum Schluss möchte ich noch auf einen neuen Kanal hinweisen, die Antifa-Analyse. Ein Video hat dieser patriotische Mitstreiter schon veröffentlicht und ein gemeinsamer Podcast ist bereits in Planung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich über Kommentare.